Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Siberia 3. Wir werden immer noch von Killak angegriffen und haben, denke ich mal, alles soweit, um ein Ablenkungsmanöver zu starten. So. Alles bereit? Endlich! Kapitän! Kapitän! Was tun Sie da? Runter vom Rettungsboot und zurück an Bord mit ihm! Hören Sie auf, Kapitän! Das müssen Sie nicht tun! Oh doch, das muss ich! Die Strömung fließt in die falsche Richtung. Das Rettungsboot entfernt sich nicht vom Schiff. Bei Gott, habe ich seit 20 Jahren auf diesen Augenblick gewartet! Leben Sie wohl, Kate! Ich weiß, dass Sie die Hänflinge sicher ans Ziel bringen! Hörst du mich, du Bastard? 20 Jahre, 20 Jahre! Also komm schon, jetzt ist es Zeit, die Rechnung für ein für alle Mal zu begleichen. Los doch! Komm her, wenn du dich traust! Komm her, du Monster! Kapitän Ogo wartet auf dich! Doc, Frau Kate Walker besser? Ja, ich glaube. Sind wir in Nahodotsk? Frau Kate Walke, besser reden mit Kirk. Er fordert Teil von Schiff. Kirk, was ist los? Es ist eigentlich nicht wirklich raus, ob er jetzt tot ist oder nicht. Nur man hat ihn ja nicht gesehen, wie er gestorben ist. Also ich halte jetzt dran fest, dass der noch lebt. War ja klar, dass wir jetzt in Baranur auch noch landen. Baranur? Aber... Der Angriff des Monsters hat uns vom Kurs abgebracht. Dann sind wir hier auf Grund gelaufen. Das ist ein Zeichen der Geister. Sie wollen, dass Yukol-Karawane heiligem Pfad folgt, wie immer. Zug muss weitergehen. Geister zeigen richtigen Weg. Bevor wir auch nur darüber nachdenken, diesem Weg zu folgen, müssen wir herausfinden, wie hoch die Strahlung hier noch ist. Wenn wir eine zu große Dosis abbekommen, kommt niemand am Ziel der Reise an, fürchte ich. Das ist nicht das einzige Problem, Kate Walker. Wir sind gegenüber dem Strand auf Grund gelaufen und die Strauße sitzen im Laderaum fest. Wir müssen die Kristall vorwärts bewegen, bevor wir die Luke öffnen können. Darum kümmern wir uns, sobald ich eine Möglichkeit gefunden habe, die Radioaktivität zu messen. Bis dahin verlässt niemand die Kristall. Ah, na super. Eigentlich müssten sie doch die Strahlung auch hier schon abkriegen. Wie soll ich das bitte schön machen? Was ist das denn? Strahlungsbrille. Aha. Hier wird das Niveau der Hintergrundstrahlung angezeigt. Aber ich muss sicher gehen, dass die gesamte Zone sicher ist. Okay, eine Strahlungsbrille brauche ich also. Da ist natürlich keine leer. Keine drinne. Und wie mache ich das jetzt?
Da ist ja sonst... Da ist noch was. Blockiert. Oh, hat das auch noch. So ein Schloss habe ich schon mal irgendwo gesehen. So ein Schloss hast du schon mal irgendwo gesehen? Wir machen einfach mit dem guten alten Messer. Versuchen wir etwas anderes. Verdammt. Vielleicht der Zündschlüssel von der Kristall. Weil was soll sie dann sonst für Schlösser gesehen haben? Aber dadurch dürften wir so eine Strahlenbrille kriegen, dann könnten wir das ganze Gebiet gucken. Also die Strahlung dort ist ja anscheinend im grünen Bereich, ne? Gucken wir einfach mal. Weil sonst... Muss ja irgendwas auf der Kristall sein, sagen wir es mal so. Woanders kommen wir ja nicht hin. Aber echt, Mann. Oder was mit Captain Obo? Das regt mich so auf. Es ist ja... Und dann war es auch noch so episch, sag ich mal, dieser... wie er da mit der Musik und alles und... Oh. Und er muss leben. Der muss einfach am Leben sein. Und vor allem das Lustige ist ja, ne, Kate wacht auf und ihr juckt es einfach nicht mehr. Sie juckt es einfach nicht mehr. So ist der Satz richtiger. Richtiger. Aber Mann. Achso, was auch ganz am Anfang. Hallo? Gehst du nicht hoch? Hä? Was? Was ganz am Anfang mir. Also bei den Ladesequenzen ist ja immer so ein Tipp mit angezeigt, ne? Und bei den Ladesequenzen war einer dabei, wenn man bei einem Rätsel nicht weiter weiß, dann soll man hinhorchen, weil oftmals die Musik Hinweise gibt, wo ich mir denke, what? Das ist mir noch nie aufgefallen. So, und jetzt? Gut, dass es nicht weiter runterging, weil mein Tisch ging nicht weiter. Ha, tatsächlich. Wie cool ist das denn? Ist jetzt so, weil die Kamera so komisch ist. Strahlungsbrille. Angucken. Damit sollte ich die Strahlung in meiner Umgebung sehen können. Sieht echt cool aus. Aber wie kann man das denn sehen? Das finde ich jetzt irgendwie... Ach, Mano. Nein, ich wollte doch raus aus dem Inventar. Warum ist jetzt die Perspektive so komisch? Oh, die hat sie schon auf. Warum steht sie denn auf einmal dort unten? Kann sie die nicht von hier aus sehen? Anscheinend nicht. Super, muss ich vom Schiff runter? Und was ist, wenn die Strahlung dann schlimm ist? Aber sieht sie nicht cool aus? Mit der Brille kann man also die Strahlung sehen. Anscheinend. Testen wir es. Ja, wie war das? Solange ich nicht weiß, wie die Strahlung ist, verlässt keiner die Kristall. Ernsthaft. Böser Yukol, böser Yukol. Keine Sorge, ich bleibe in Nähe. Ja, ja, das sagen sie alle. Kein Strom mehr. Ja, das muss dann wahrscheinlich dort dran, ne? Warum läufst du dort auf das Schiff, um das dir anzugucken? Stecker? Ja, warum nicht? So, bitte einmal hier hinrennen. Wie soll ich denn hier eigentlich rüberkommen? Ach so. Gut, dass man einfach ins Nichts klicken kann. Da sind zum Beispiel ein paar Automaten. Da. Ob ich über einen solcher Automaten an Oscar wieder rankomme? Weil Steiner hat ja gesagt gehabt, dass ich Oscar jederzeit zurückholen kann. Läufst du da einfach? Aber die kann halt nur an der Seite lang.
du rennst dann darum. Ach so, ach so. Ja, du brauchst nicht mehr. Danke. Wie überall diese Automaten sind. Oh, oh, da ist einer. Den gucke ich mal näher an. Oscar? Wie dumm von mir. Oscar gibt es nicht mehr. Das weiß ich. Und all diese Automaten sehen gleich aus. Ihr Medaillon. Das Herz. Sie wissen schon. Es ist in sehr gutem Zustand. Es enthält eine Menge grundlegender Daten von einem X-2000-Automaten. Quasi alles Wichtige. Wissen Sie, bei diesem speziellen Modell waren das Herz und die Intelligenz verknüpft. Also bräuchte es nicht viel, damit Sie Ihren Freund Oscar eines Tages wieder zurückbekommen. Vielleicht... Vielleicht. Oh, bitte, es muss einfach gehen. Verschlossen. Fakt ist aber, Oscar wird wieder bei uns sein. 100 Pro, bitte, das muss einfach. Schon allein an den Gedanken könnte ich vor Freude weinen. Der darf uns aber nicht wieder genommen werden, dann drehe ich durch. So, gucken wir uns mal hier um. Was haben wir denn hier? Eine Bademeisterstange. Ausfahrbar, wie es aussieht. Dann nehmen die einfach mal mit. Ausfahrbare Stange. Ja, die wird für die Stecker gut sein, denke ich mal. Da oben ist auch irgendwas zur Begrüßung, nehme ich mal an. So. Die ist abgeschlossen. Wie können wir das dann aufschließen? Wir brauchen ja irgendwas dafür. Ich gehe einfach komplett alleine nach Baranur und guck und dies und das und jenes. Aber gut, ich muss ja testen, ob da Strahlung vorhanden ist oder nicht, ne? Ja, haha. Okay, bis jetzt sieht noch nicht so nach irgendwas aus, was ich benutzen könnte, ne? Ich muss ja auch noch Strom, also für Strom sorgen, weil die Stecker haben ja noch keinen Strom. Eine Ladesequenz nach der anderen, das ist ein bisschen nervig. Vor allem, weil die auch nicht so kurz sind. Das Wappen des Vorarlbergs. Hans hat es an allen seinen Erfindungen angebracht. Ja. Und? Ich kann hier nichts drehen. Aber was benutzen kann ich anscheinend. Es funktioniert nicht. Aber sieht auch ehrlich gesagt wieder nach so einem kleinen Dings aus. Auf keinen Fall. Nichts. Ja, das sieht aber auch eher aus wie so ein, ja, wie so ein extra Schlüssel dafür. Was ist denn das? XXXXXX mit 5. Das erste hier, das zweite irgendwo da, das dritte keine Ahnung wo. Dann mit 15 plus 25. Hä? Was ist das denn für komische Hinweise? Bis jetzt kann ich damit noch nicht wirklich was anfangen. Da kann ich auch raus. Warte mal, erstmal gucken. Nee, hier ist sonst nichts. Raus will ich noch nicht. Einfach aus dem Grund, weil da noch irgendwas zum Angucken war.
ist ein Hammer. Oh, ein Zahnrad brauchte ich also hier. Warum ein Zahnrad? Oh, wenigstens kein Ladebildschirm. Wenigstens etwas. So, ich will mich eigentlich nur noch hier umsehen. Dann ist nämlich auch schon die Folge eigentlich vorbei. Was ist das denn? Ich sollte den Wagen vom Anhänger trennen können. Ja, dann mach das. Wofür auch immer das gut war. Ja. Naja, es speichert gerade automatisch. Da ist das ganz praktisch. Wohin führt das denn hier noch? Ah, hier ist auch noch ein Automat. Jedenfalls ganz praktisch, dass es da gerade gespeichert hat, weil ich mache einen Schnitt, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, eure Time.